Inside Star Citizen. Oh weia. Inside. Inside. Oh. Das geht wirklich nicht. Sorry, Leute. Diese Woche kein Inside Star Citizen von mir. Hallo, ich bin MultiPTF. Hallo, ich bin Michael. Ich bin MR7. Und ich bin Luna. Ich bin Kungli. Und weil Astro eine Kehlkopfentzündung hat, springen wir heute für ihn ein und präsentieren euch Inside Star Citizen. Unseren wöchentlichen Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Artificial Intelligence. Künstliche Intelligenz, KI-Systeme, Subsumption, Nicht-Spieler-Charaktere. Im Star Citizen-Universum werden wir Spieler den Kurs unserer eigenen Abenteuer bestimmen. Und diese Abenteuer werden uns wahrscheinlich zu Raumstationen führen, zu Städten und Sternsystemen, die in der Spielgalaxie verteilt sind. Diese ganzen Orte mit NPCs zu beleben, die sich glaubhaft in dieser Umwelt verhalten, das ist ein essentiell wichtiger Teil der Spielentwicklung von Star Citizen, um den Grad an Immersion zu erreichen, den CIG erreichen möchte. Zuletzt hat das Team sich unter anderem mit Usables beschäftigt, benutzbaren Gegenständen und Objekten, sowie dem Setup der Verhaltensparameter und den Vendors, also allen NPCs, die irgendwas mit Verkauf oder dem Anbieten von Waren zu tun haben. Aktuell werden Vorlagen für Usables aufgesetzt, die all die verschiedenen Arten von Benutzungsmöglichkeiten enthalten. Das betrifft unter anderem Stühle, Betten und Computerkonsolen. Hier werden jeweils von einem Grundmodell die Varianten entwickelt, die sich davon ableiten, mit den jeweiligen Verhaltensparametern und Rollen. Im Hinblick auf die Vendors wird man, sobald CIG diese fertiggestellt hat, sich an das Aufsetzen der zivilen KI machen. Aktuell ist man also dabei, die Ladeninhaber zu verbessern, so dass sie sich im PU glaubwürdiger verhalten. Diesem kleinen Videoausschnitt hier sehen wir, danken Chakma, den Waffenmeister auf der Idris in der Squadron 42 Kampagne, der sicherlich in dieser Rolle in das PU adaptiert werden wird. Probably the most requested rifle I have. She's good. But with the right attachments can really shine. Of course, knowing which ones are the right ones is the quickest way to get into an argument with a Marine. In der aktuellen Version des PU arbeitet eine Prototyp-Version der Kampf-KI. Diese soll mit einem modularen System ersetzt werden. Das bedeutet, dass jeder KI-NPC grundsätzlich dasselbe Verhaltensmuster wählen wird. Aber situationsbezogene Taktiken werden diese Verhaltensmuster entsprechend variieren. Weiterhin wurden Fehlerbereinigungen am Deckungssystem vorgenommen und verbessert. Zum Beispiel für den Fall, dass ein NPC hinter seiner Deckung nicht mehr sicher vor Feindfeuer ist. Außerdem hat man das sogenannte Tactical Point System verbessert, das taktische Punktsystem. Das ist ein Feature aus der CryEngine bzw. jetzt Lumberyard Engine. Es handelt sich dabei um strukturierte Abfragesprache über eine Reihe von Punkten in der Welt und ermöglicht es KIs, intelligente Fragen über ihre Umgebung zu stellen. Es wird also verwendet, um jeden relevanten Punkt der Welt zu finden. Deckungsmöglichkeiten, Angriffspunkte, Navigationspunkte und so weiter. Dabei optimiert es derlei Abfragen automatisch. Dieses System unterstützt in Star Citizen die NPCs bei der Auswahl bestmöglicher Wahl ihrer Reaktion, sei es beispielsweise die nächstbeste Deckung oder ein direkter Angriff. Zurzeit existieren lediglich zwei Basistaktiken. Es gibt noch eine Menge Probleme zu lösen, unter anderem netzwerkbasierte Probleme, die zu Datenverzögerungen und Grafikfehler, sogenannter Glitches, führen. Die eine der beiden Basistaktiken ist das Kämpfen aus einer Deckung heraus. Die andere ist der Kampf in bzw. auf einer offenen Fläche. Diese beiden grundlegenden Verhaltensmuster werden zuerst so lange von Fehlern bereinigt und verfeinert, bis sie wirklich sauber laufen. Sowohl zum einen im Netzwerkspiel als auch im Spiel in unterschiedlichen Spielumgebungen. Erst dann werden neue Taktiken für die KI entwickelt. Das Schiffs-KI-Team hat in diesem Quartal an vier verschiedenen Themen gearbeitet. Das erste ist das Strafen, also das kurzfristige Verschieben des Raumschiffs nach links, rechts, vorne oder hinten. Dieses Strafe-Manöver beherrscht die KI nun sowohl im Orbit als auch im Vorbeiflug, sowie bei Ausbruchmanövern, wenn sie zum Beispiel fliehen möchten. Das zweite der vier Themen ist die Zielauswahl. Die KI ist nun in der Lage, aus allen verfügbaren Zielen eines auszuwählen, basierend auf Faktoren wie zum Beispiel
der Distanz zum eigenen Schiff, Art und Kampfkraft des Ziels. Das dritte Thema ist quasi die Selbsterhaltung. Dieses System bestimmt, wann die KI einem Kampf versucht zu entkommen und wie lange sie einem Kampf fernbleiben wird. Sei es aufgrund von Beschädigungen oder weil die Schilde sich neu aufbauen müssen. Das vierte Thema ist die 3D-Pfadfindung. Alle vier Themen zusammengenommen, wird man jetzt einer KI begegnen, die sich dynamischer und taktischer im Kampf verhält, versuchen wird, um den Spieler herum zu strafen und sich aus dem Kampf zu entfernen, um die eigene Haut zu retten. Je erfahrener ein KI-NPC ist, desto häufiger wird er die entsprechenden Verhaltensmuster abfragen und ausführen. Jedes Quartal fokussiert sich die Entwicklung von Star Citizen auf den nächsten Patch. Aktuell ist es der Release Alpha 3.6. Als nächstes werden uns einige Entwickler erzählen, was sie an diesem Patch am spannendsten finden. Und das geht jetzt Schlag auf Schlag mit Jeremiah Lee, Jed McKinney und Will Weisbaum. What am I most excited about 3.6? Freaking law systems, bro. Alle freuen sich auf das neue Recht- und Gesetzsystem, weil es viele lose Fäden miteinander verknüpft. Es gibt jetzt eine Rechtsprechung, Fraktionen, Kopfgeldjäger, Polizei, UA Advocacy. All diese Kräfte und Positionen werden quasi der Klebstoff sein, die unterschiedlichen Gameplay-Features miteinander so zu verbinden, dass es einen übergreifenden Sinn ergibt. Auch wird es neue Orte in diesem Patch zum Erkunden geben. Zum Beispiel wird es Schrottplätze geben, wo man gestohlene Schiffe hinbringen kann, damit sie auseinandergenommen und ausgeschlachtet werden können. Star Citizen wird zukünftig nicht mehr der Wilde Westen sein, wo das Handeln der Spieler keine Auswirkungen hatte. Jetzt muss man mit Konsequenzen rechnen und Verantwortung übernehmen. Klar kann man immer noch einen Mitspieler in den Kopf schießen, aber die Konsequenzen könnten unangenehm werden. Natürlich ist alles noch in Arbeit mit 3.6, die allererste Iteration dieses Systems, welches immer weiterentwickelt und ausgebaut werden wird. I want to tell you about something, because it's really cool. Black Market. Oh. Damit einhergehend wird es nun den Schwarzmarkt in Star Citizen geben. Ja, man wird das Gesetz brechen und mit den besagten Konsequenzen leben. Aber das rechtfertigt jetzt auch die höheren Profite. It's about time, we start breaking the law here and there. Kommen wir zu den neuen Schiffen. Das 3.6 Lieblingsschiff von Jed McKinney ist die Archimedes, weil er den Namen großartig findet. Es gibt nicht viele Schiffe mit diesem Stil, das Josh Herman irgendwie an das Batmobile erinnert. Diese Einsitzer sollen später in ihrer Masse an den Battlestar, ich ergänze mal frei, Battlestar Galactica erinnern, wo unzählige dieser kleinen Raumschiffe zur Verteidigung gestartet werden. Ein weiteres wichtiges Feature ist der sogenannte Hover Mode, mit dem die Schiffe nun schweben können, und zwar in einer realistischen Weise. In Atmosphären kann man so sehr langsam knapp über Oberflächen schweben und die VTOL oder VTOL Thruster, die Düsen zum senkrecht starten und landen, erhalten nun einen praktischen Nutzen. Gleichzeitig wird es auch gefährlicher, so nah über Planeten und Mondoberflächen zu fliegen. Weiterhin wird das Versicherungssystem auf die Schiffskomponenten ausgeweitet. Außerdem wird das Kommunikationssystem erweitert. Man kann nun Schiffe anfunken, diesbezügliche Einstellungen im Moviclass vornehmen und so zum Beispiel Widgets, kleine Grafikkomponenten definieren, um erkennen zu können, mit wem man sich unterhält bzw. wer einen anfunkt. Außerdem wird man nun in der Lage sein, automatisch einem Schiffskanal beizutreten, wenn man ein bestimmtes Schiff betritt oder hineingeht. Dieses System wird die Interaktionsmöglichkeiten der Spieler untereinander weiter ausbauen, worüber sich CIG sehr freut. Dann haben wir die überarbeitete Vanguard Warden, die sich nun sehr viel mehr am ursprünglichen Konzept orientiert. Im Aegis-Konferenzraum hängt ein riesiges Bild der Vanguard an der Wand. Und es ist ein ziemlich tolles Gefühl, nun genau das Schiff, was ursprünglich als Konzept entworfen wurde, genau in dieser Art Inverse zu sehen.
those little flaps right there and trying to get it close into like the original feel that we really wanted to have for that chip. Is VoIP and VoIP enabled by default? Face over IP und Voice over IP werden ab 3.6 als Standard aktiviert sein. Direction. I think the coolest addition to 3.6 has got to be the chip kiosk. Dann wird noch kurz über den Chipyard gesprochen bzw. geteasert. Bevor es zu den Kiosksystemen weitergeht, Computerkonsolen zum Handeln und Kaufen, Waren und auch Schiffen. Gerade letztere bieten jetzt ein Ziel im Spiel, auf das es sich lohnt, hinzuarbeiten. So viele Schiffe jetzt im Spiel käuflich erwerben zu können, ist eine ganz neue Spielerfahrung für die Community. Und es gibt neue Raumstationen. Diese sind, wie Jet McKinney sagt, fucking cool. Yes, they're fucking cool. The grandness of their scale. Sie sind sehr groß, haben heute schon in der ersten Iteration des zugrunde liegenden modularen Systems eine hohe Varianz, so dass sie sich deutlich voneinander unterscheiden. Es gibt Stationen mit Ringen, solche, die wie Teleskope wirken und auch einige recht verrückt wirkende, prozedural erzeugte Stationen im Hinblick auf Geometrie und Dockingports. Es sind nicht mehr diese Copy-and-Paste-Stationen, die alle irgendwie gleich wirken. Die sind größer und bringen diese Hardcore-Science-Fiction-Atmosphäre ins Spiel. Wir sind alle Fans von visuell attraktiven Orten wie Arcorp, doch in diesem Patch dreht sich vieles um Gameplay. Dinge wie das Recht- und Gesetzsystem, Kiosksystem zum Kauf von Schiffen, Spielerverbesserungen am Kommunikationssystem, Persistenz der Schiffe und ihre Komponenten und vieles mehr. Das ist nichts, was glänzt und schick aussieht, aber es ist die Grundlage dafür, das Star Citizen in die geplante Richtung zu entwickeln, ein persistentes, aufregendes Universum. Die Frage am Ende ist aber, wann wird 3.6 jetzt live gehen? Das, so erklärt Jared, werden wir gemeinsam herausfinden. Aktuell testen die Evocati 3.6. Danach geht es an die Auslastungs- und Performance-Tests in immer größeren Wellen an Spielern, um die Serverstabilität zu testen. Das wird unter Umständen nicht so schnell gehen, wie es manche erwarten oder mögen, aber es ist ein essentieller Teil der Entwicklung, um am Ende ein Release zu haben, der so stabil und spielbar wie möglich ist. Wie der Stand des PTU ist, darüber werden wir über die verschiedenen Kommunikationskanäle von CIG und Star Citizen informiert. Im Hinblick auf Inside Star Citizen war es das. Das Ende der vierteljährlichen Season, genau wie im vergangenen Quartal, wird es nun eine Videoauszeit geben, um den Entwicklern die benötigte Zeit zu geben, 3.6 so schnell und so gut wie möglich an den Start zu bringen und die Grundlagen aufzusetzen für den nächsten Quartalspatch Alpha 3.7. Jared hofft, dass wir Spaß hatten an Inside Star Citizen im vergangenen Quartal und weist abschließend darauf hin, dass am Freitag, den 28.06., Todd Pappy zu Gast sein wird in Star Citizen Live. Okay, now that all the posers are gone. Okay, stopp, 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 stopp. Wir haben in allen neuen Inside Star Citizens dieses Quartals ein Chip-Chip gehabt. Denkt ihr wirklich, wir würden das jetzt in der 10. und letzten Folge über den Haufen werfen, fragt Jared? Natürlich nicht. Und deshalb gibt's jetzt zum Abschluss einen kurzen Blick in die Carrick. I know that fans are disputing about it. Eris Chrissy Cross erzählt, dass die Carrick das erste Schiff ist, an dem er die Basisarbeiten durchführt. Er ist sich bewusst, dass die Fans dieses Schiff sehnlichst erwarten. Heute stellt er uns eine seiner aktuellen Hauptaufgaben vor, das Modellieren des Captain-Quartiers. Der Hauptraum ist das Büro des Captains, dessen maßgebliches Designelement der Schreibtisch ist. Dieser soll recht wuchtig und stabil wirken, um zu zeigen, dass er der Tisch vom Chef ist. Und den Fußboden, auf dem dieser Tisch platziert ist, den hat Eris ein wenig angehoben, um zu signalisieren, dass er quasi über allem steht. Die zwei Monitore im Rücken des Kapitänssessels sind dazu da, den versammelten Crewmitgliedern Informationen zu zeigen, ohne dass sie um den Tisch herumgehen müssen. Um den Raum visuell aufzulockern, hat Eris außerdem die Decke über den Kapitänsbereich mit Glas versehen. Im Nebenraum wird es Stauraum geben und möglicherweise Platz für eine Minibar. Im nach vorne anschließenden Raum befinden sich Bett, Schrank und Waschbereich, der entsprechend großzügig ausfällt. Die Kontorsprache folgt dabei, wie hier zu sehen, dem Anvil-Stil-Katalog. Die hier zu sehenden Module, wie zum Beispiel die Toilette und Dusche, findet man dementsprechend ebenso in den Mannschaftsquartieren. For the crew quarters, toilets and shower rooms.
While I was designing this, Eris Ziel beim Entwerfen des Kapitänsbereichs war es, mit der Formsprache auszudrücken, dass durchaus kritische Situationen hier behandelt und besprochen werden müssen, und wollte quasi die Bürde des Captains mit seinem Design zum Ausdruck bringen. I want to give that imposing feeling. So, what we learned this quarter? Was haben wir im vergangenen Quartal also gelernt, fragt Jared abschließend. Wir haben gelernt, dass es in Ordnung ist, bestehende Formate zu ändern und etwas Neues auszuprobieren. Immer in dem Bestreben, sich gemeinsam mit den Entwicklerteams und der Community weiterzuentwickeln. Wir haben gelernt, dass mancher Entwickler eigentlich nicht so gerne vor der Kamera sitzt oder steht. Aber wenn man das Kamera-Equipment zu ihnen an den Arbeitsplatz bringt, dann kann man sie filmen, während sie ihre Arbeit am PC vorstellen. Und wir haben gelernt, dass zwischen Charakteren, Orten, Gameplay, Fahrzeugen und Schiffen, Waffen, Kerntechnologie und künstlicher Intelligenz eine Menge vor sich geht im Hinblick und im Rahmen der Entwicklung von Star Citizen. Und zwar mit jedem einzelnen Patch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wünschen euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Eure Luna, Michael, Kungli, Emma7 und MultipTev.